Software wie ChatGPT, die auf künstliche Intelligenz basiert, dringt inzwischen in alle Bereiche unseres Lebens und in alle Branchen vor. Aber wie gut ist diese KI-Software wirklich? Ist sie eine Chance für uns als Menschen in der Musikproduktion oder ist sie gar eine Bedrohung? In diesem Video versuche ich es rauszufinden. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Software, die auf künstlicher Intelligenz basiert, schreibt inzwischen selbstständig Blogartikel, Videoskripte, programmiert Apps selbstständig und schreibt ganze Bücher selbstständig. Außerdem kann sie auch alleine ganze Arrangements komponieren oder Beats bauen. Die große Frage ist jetzt, ist das für uns in der Musikproduktion eher Segen oder eher Fluch? Ich habe 7 KI-Software-Tools für Musikproduktion ausprobiert, die ich dir jetzt vorstelle und am Ende bin ich auf deine Meinung gespannt. Wir fangen an mit Lalal.ai. Das ist eine Software, die ähnlich wie Splitter Stems oder ganze Instrumente aus einem kompletten Song extrahieren kann. Ich habe hier ein Arrangement und das klingt so. Das nehme ich jetzt einfach und ziehe es in Lalal AI rein. Er rechnet kurz. Und jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, Instrumente zu extrahieren. Zum Beispiel möchte ich gerne die Drums extrahieren. Das Ganze dauert immer nur ein paar Sekunden und jetzt habe ich hier die Drums separiert. Und hier das Sample ohne Drums. Wir können das Ganze nochmal mit dem Bass probieren. Okay, und hier nochmal das Sample oder das Arrangement ohne Bass. KI-Tool Nummer 2 dürfte extrem interessant für dich sein, wenn du viel samplest und heißt sinnigerweise Samplet. Mit ihr kannst du YouTube auf Songs untersuchen, die noch nicht so oft gesampled werden und die deinem Genre entsprechen. Okay, ich habe Samplet hier geöffnet und das ist denkbar einfach zu bedienen. Du siehst hier also deinen ersten Vorschlag von einem YouTube-Video. Das hat er jetzt random, also zufällig einfach rausgesucht. Und wir können das auch direkt mal abspielen. Du kannst jetzt hier auf den Random-Button gehen und dann such dir einfach willkürlich ein anderes raus. Und so weiter und so fort. Was wirklich spannend ist hier, ist die Filterfunktion. Ich mache gerade mal einen Reload von der Page. Und mit dieser Filterfunktion kannst du jetzt nach bestimmten Genres suchen. Du kannst nach bestimmten Styles suchen. Du kannst die BPM-Zahl eingeben und so weiter. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn du nach Songs suchst, die du samplen kannst und die eben noch nicht so bekannt sind, die also noch nicht so viele Views hatten. Und ich gehe jetzt mal hier auf Genre und gebe einfach ein Funk and Soul. Dann geben wir ein BPM, sagen wir mal 75 bis 92. Ich gebe hier vor allem Views ein, maximal 500. Und dann geben wir ein von 1980 bis 1992 mal. Das war's auch schon. Ich gehe jetzt hier einfach auf Close und suche mir mal einen raus. Und jetzt siehst du hier schon, wir haben jetzt hier zum Beispiel Long Live the King von 1987, My Mind von 1994 im Funk and Soul Bereich. Oder der nächste. Also super cool, um Songs zu finden, die du samplen kannst und bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass vorher noch kein anderer sie für seine Samples benutzt hat. Weiter geht's mit Playphrase. Auf dieser Seite kannst du nach Textphrasen suchen, die in deinem Text eventuell vorkommen und die in berühmten Filmen gesagt worden sind, von einem bekannten Schauspieler zum Beispiel, um sie zu samplen. Ich habe Playphrase.me hier geöffnet und auch dieses Tool ist denkbar einfach zu bedienen. Du kannst hier unten einfach die Textphrase eingeben, die dich interessiert. Gehen wir mal I love you ein. I love you. I love you too. I thought if I gave you all that I could, you would know that I love you. I love you zum Beispiel. Wir können auch mal das Gegenteil eingeben. I hate you. I hate you. I hate you. But if I hate you. I hate you. Und so weiter. Oder where is she gone? Where is she? Gone where?
und so weiter. Leider funktioniert das nur auf Englisch. Also wenn ich jetzt auf Deutsch eingebe, ich liebe dich, dann wird er auch wieder aus Englisch. I love you, John. Okay, dann gibt es auch wieder auf Englisch ein. Aber wie gesagt, zum Samplen kann es ganz spannend sein, wenn du es zum Beispiel einbauen möchtest in deinen Song, dass irgendein berühmter Schauspieler genau die Phrase sagt, die in deinem Text vorkommt. Machen wir weiter mit KI-Tool Nummer 4 und auch hier geht es um Text und das ist dieses Mal eine App, die sich Ghostwriter nennt. Ghostwriter schreibt dir in einem bestimmten Genre komplette Phrasen oder sogar ganze Songtexte. Ich habe mir Ghostwriter hier als App aufs iPhone geladen und klicke einfach drauf. Und ich habe mir natürlich nur die Version geladen, wo ich nicht bezahlen muss. Du kannst auch bezahlen, dann kannst du andere Genres wählen. Ich kann jetzt nur Hip-Hop auswählen. Es gibt aber auch noch Pop und weitere. Dafür müsste ich aber bezahlen. Ich gehe also hier auf Hip-Hop und dann wählst du einfach aus Generate by Topic. Und jetzt gebe ich mein Topic hier ein, nur auf Englisch im Moment auch noch hier. Und schreibe zum Beispiel mal rein, my girl has left me. Das ist mein Topic, mein Mädchen hat mich verlassen, my girl has left me. Ich gehe auf Generate und er wird mir jetzt einen Text schreiben, wo mein Mädchen mich verlassen hat. Eine traurige Hip-Hop-Ballade und hier haben wir schon einen Text und hier ist es, my girl just left me, how could it be? She said goodbye, it's like a tragedy. No more cuddles, no more tenderness, no more love that I could witness. My girl just was leaving, I thought she would stay, my heart is acting, I'm feeling blue today. Die ganze Sache ist zwar noch ein kleines bisschen holprig und nicht zu 100% ausgereift, es wirkt auch alles so ein bisschen wie so Allgemeinplätze, sage ich jetzt mal. Es fehlt so ein bisschen die Individualität, aber ein Startpunkt für einen englischen Text ist das natürlich auf jeden Fall. Und so ein paar Phrases, so ein paar Phrasen kannst du dir da auf jeden Fall anschauen, um dich inspirieren zu lassen. Aber es ist natürlich jetzt kein kompletter Songtext, den man so wirklich verwenden kann. Wie gesagt, als Anstoß ist es auf jeden Fall machbar und hier auch nur auf Englisch. Die nächste KI-Software, die ich gefunden habe, nennt sich AIVA. Sie schreibt alleine völlig selbstständig komplette Arrangements, die du anschließend nachbearbeiten kannst. Ich habe mich hier bei AIVA.ai mit einem Nicht-Bezahl-Account angemeldet. Das geht recht zügig und auch die Oberfläche hier ist wirklich denkbar einfach. Ich zeige dir nachher noch den Editor, aber hauptsächlich geht es ja darum, dass du im Prinzip überhaupt gar nichts machen musst. Alles, was du machen musst, dazu beitragen musst, dass du einen neuen Song, eine neue Komposition erstellst, ist, man sehe und staune, auf den Create-Button zu drücken zunächst mal. Und jetzt kannst du hier eine Komposition oder einen Ordner anlegen. Ich nehme jetzt hier eine Komposition. Jetzt hast du hier verschiedene Song-Genres, aus denen du auswählen kannst. Was ich jetzt mache, ist, ich suche mir mal, Lo-Fi Ambient würde mich mal interessieren. Ich gehe also hier nochmals auf Create und jetzt kannst du hier die Key Signature, also die Tonart festlegen, wie lang die Sache dauern wird. Ich mache jetzt mal hier spaßeshalber einfach nur 1 Minute bis 1 Minute 30 und die Number of Compositions, also er kann dir auch mehrere Kompositionen dieses Genres gleichzeitig machen. Das war's jetzt schon. Meine, in Anführungsstrichen, Arbeit geht jetzt los und ich gehe auf Create Tracks. Er schreibt mir jetzt also meinen neuen Song. Laut AIVA kann es bis zu 1 Minute dauern. Wir warten einfach mal ein bisschen und dann hören wir uns meine neue Komposition an. Gut, meine Arbeit ist fertig. Ich war zwischendrin noch einen Kaffee trinken und ich kann jetzt auch schon draufklicken und mir mein neues Werk anhören. Tonart ist EB Major. Wie findet ihr meinen neuen Song? Gefällt er euch? Ich habe es vorhin schon mal probiert, im gleichen Genre. Und jetzt probieren wir mal, ob das jetzt wirklich individuell war oder ob das jetzt hier gleich klingt. Na, die Sounds sind gleich, die Progressions sind ein bisschen anders, die Instrumentierung ist auch relativ gleich. Was jetzt hier ganz cool ist oder ganz spannend ist, ist der Editor. Wenn du auf den Editor gehst, dann erscheint der Editor, der so ein bisschen aussieht, fast wie Logic, ne? So ein kleines bisschen. Und jetzt kannst du hier, ich kann das hier nicht machen, sonst müsste ich die Software runterladen, das wollte ich jetzt nicht, kannst du den Song abspielen, du kannst Spuren muten, also stumm schalten, solo schalten. Du kannst auch direkt reinklicken und kannst den Song verändern. Das heißt, ich könnte jetzt die Melodie hier verändern und individualisieren oder nur einzelne Töne individualisieren und könnte aus dieser Komposition tatsächlich eine eigene, ganz andere Komposition machen und das hier jetzt nur als Denkanstoß oder als kreativen Anschub benutzen.
Beeindruckend zunächst mal, aber bei den Sounds hast du schon gehört, war das doch im gleichen Genre auch schon relativ ähnlich. Übrigens, falls du es vorziehst, weiterhin deine Songs selber zu produzieren, selber zu schreiben und das nicht von einer Software machen zu lassen, dann empfehle ich dir mein PDF Tipps für Musikproduktion. Da erkläre ich dir zum Beispiel, wo du im Internet günstige Session-Musiker findest, welche DAW zu dir passt und wie du gute Texte schreiben kannst. Das ist ein PDF mit wirklich vielen Tipps für deine Musikproduktion im Homestudio. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt geht es aber weiter mit künstlicher Intelligenz für Musikproduktion und das nächste KI-Tool heißt Magenta. Magenta Studio ist eine Sammlung von 5 unterschiedlichen KI-Plugins, die auf unterschiedliche Art und Weise Beats, Grooves und Melodien erzeugen können. Ableton-User können diese Plugins direkt in Ableton reinladen. Da ich aber kein Ableton-User bin, habe ich mir die Standalone-Version dieser Plugins geladen und 2 davon probieren wir aus. Wir fangen an mit Generate. Generate ist ein Plugin, das selbstständig MIDI-Drumbeats oder MIDI-Melodien generiert. Alles, was du hier machen musst, ist zunächst mal auszuwählen, wohin es die MIDI-Dateien nachher laden soll oder sichern soll. Ich mache das hier jetzt mal direkt auf den Schreibtisch. Das ist die Output-Location. Jetzt kannst du eingeben, wie viele Variationen des Beats er dir erstellen soll. Ich mache jetzt mir hier einfach 4 und über Temperature bestimmst du, wie variationsreich die Grooves oder Beats gehalten werden sollen. Ich stelle noch auf Drums um und gehe dann auf Generate. Und jetzt hat er mir hier 4 MIDI-Beats generiert. Ich öffne Logic und habe mir hier schon mein Atlanta elektronisches Drumkit geöffnet. Wir ziehen uns die Beats hier rein. Ich lege mal ein paar davon nebeneinander und die können wir uns dann auch gleich direkt anhören. Okay, der erste hat jetzt ganz gut geklungen. Den kannst du natürlich auch hier direkt im Piano Roll Editor wieder nachbearbeiten. Klingt zunächst mal ganz spannend, für meinen Geschmack ein bisschen chaotisch, aber es ist zumindest mal ein individueller Beat oder ein Anfang für einen individuellen Beat. Anders jetzt als ein Loop oder ein Beat, den du als Loop benutzt, der schon fertig ist. Das zweite Magenta-Plugin, das ich dir vorstellen möchte, ist Drumify. Das ist jetzt ganz spannend, denn hier kannst du MIDI-Files reinladen, egal welches, und er wird dir einen Drumbeat daraus generieren. Das probieren wir jetzt mal. Ich nehme hier mal ein Chordal Synth Pattern. Und ich möchte, dass er mir jetzt hier aus diesem Chordal Synth Pattern einen Groove oder einen dazu passenden Groove generiert. Dazu gehe ich hier einfach auf Ablage exportieren und muss es, wie gesagt, als MIDI-Datei exportieren, weil er mit MIDI-Dateien gefüttert werden muss. Wir nennen das hier MIDI 1, bauen es direkt auf den Schreibtisch. Und jetzt füttere ich Drumify mit meinem MIDI-File, indem ich es einfach hier drauf ziehe. Wir können hier bei Temperature vielleicht noch ein bisschen was einstellen. Vielleicht wollen wir etwas mehr Variation. Und jetzt kann ich auf Generate gehen. Jetzt hat er mir hier mein Drumify MIDI-File schon gemacht. Und das ziehe ich jetzt direkt wieder auf mein Atlanta Drumkit. Und dann schauen wir mal, ob die Sache hier passt. Das war jetzt schon gar nicht schlecht. Ich habe mehrere Versuche damit gemacht. Er generiert tatsächlich jedes Mal was anderes. Auch wenn du den Dancecord hier oder das immer das gleiche MIDI-Pattern reinlädst, generiert er immer einen Beat, der mal besser und mal schlechter passt. Das ist aber zumindest mal interessant als Kreativbooster, um neue Grooves zu finden. Was auch ganz cool ist, ist, dass er das in General MIDI-Format macht. Das heißt, du kannst es also auf jeden Drumcomputer ziehen, der General MIDI unterstützt. Und dann passt das auch von der Instrumentierung her gleich. Interessantes Tool. Wir kommen zu KI-Software Nummer 7 und die nennt sich Orb Producer Suite. Die Orb Producer Suite besteht aus 4 Plugins, einmal Orb Chords, Melody, Bass und Arpeggio. Das ist eigentlich schon selbsterklärend, außerdem hat es hier eine eigene Suite oder DAW-ähnliche Anwendung, in der du diese automatisch oder durch AI generierten Melodien und Chords nachbearbeiten kannst. Für die Orb Producer Suite gibt es keine kostenlose Version, sie kostet 99 Euro. Jedes dieser 4 Plugins hat eine eigene Spezialität. Eins kann Chords generieren, das andere Melodien, das nächste Bass und das vierte Arpeggios. Ich habe mir die Bezahlversion jetzt nicht gegönnt, aber wir können mal reinhören in Beispiele, was für Chords diese Software hier generiert. Thank you.
muss jetzt hier dazu sagen, dass sie die Leute von All Producer Suite hier das Rad jetzt nicht wirklich neu erfunden haben. Es gibt also in jeder DAW eigentlich einen Generator, der Arpeggio selber macht. Es gibt zum Beispiel für Native Instrument Easy Bass, wo du Basslines akkordbasiert erstellen kannst und so weiter. Also das ist jetzt wirklich nichts Neues, wofür man ein KI-Tool braucht. Aber kommen wir jetzt zum Fazit. Ist KI-Software wirklich eine Bedrohung für uns, die wir in der Musikproduktion unser Geld verdienen? Ich muss zugeben, ich habe mich die komplette letzte Woche für die Recherche für dieses Video mit KI-Software beschäftigt. Ich habe noch viele andere Tools getestet, nicht nur die 7, die ich dir gerade vorgestellt habe. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und teilweise war es wirklich komisch, weil diese Software ist teilweise wirklich sehr, sehr ausgefuchst. Es ist schon ganz schön extrem, was du hier mit künstlicher Intelligenz machen kannst. Letztendlich, aber nachdem ich das Video fertig geschnitten habe und mir alles nochmal angeguckt habe, muss ich sagen, dass diese ganzen Tools, zum Beispiel, die jetzt selbstständig Arrangements erstellen, die Melodien generieren, die Beats generieren, dass ich letztendlich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das schon hören kann, dass das irgendwie künstlich ist, wenn es von KI produziert würde. Weil ich behaupte mal, ich fühle irgendwie, ich spüre irgendwie, dass da der menschliche Touch fehlt, der ja auch tatsächlich fehlt, weil sie eine Maschine gemacht hat. Also darum geht es ja auch beim Musikproduzieren, beim Songs schreiben, beim Songtexte schreiben, beim Rap-Texte schreiben, beim Beatsbauen. Es geht um Gefühle. Bist du wütend? Bist du fröhlich? Bist du traurig? Bist du verliebt? Und so weiter. Und daraus entstehen gute Songs aus Gefühlen. Und gute Songs, wenn sie dann gut sind, transportieren auch Gefühle. Aber eine Maschine hat keine Gefühle. Sie hat nur irgendwelche Bausteine oder Algorithmen. Und aus dieser baut sie dann irgendwelche Textbausteine zusammen oder irgendwelche Chords oder irgendwelche Melodien. Und deswegen kann ich aus voller Inbrunst sagen, liebe KI-Software, Friede sei mit dir. Ich werde dich benutzen als kreativen Anstoß. Ich werde dich benutzen, wenn ich vielleicht mal einen Songwriters-Blog habe oder für kleinere Aufgaben. Aber du kannst mir noch lange als Mensch nicht das Wasser reichen. Du bist keine Bedrohung für mich als kreativen Songproducer, Musikproducer oder Texter. Jetzt interessiert mich natürlich brennend deine Meinung. Was denkst du? Was glaubst du? Wo geht die Reise die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre hin mit künstlich basierter Software für Musikproduktion? Ist das tatsächlich eine Bedrohung für Leute wie mich und vielleicht auch dich, für die, die insbesondere Geld mit Musikproduktion verdienen? Oder können wir das getrost beiseite lassen? Können wir KI-basierte Software für Musikproduktion einfach für uns nutzen? Können wir es positiv sehen, kreativ damit arbeiten und das als Input sehen für uns oder als Hilfe? Schreib mir das bitte gerne in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert. Falls du wissen möchtest, wie Logic Pro selbst einen Song schreibt und das schon vor Jahren konnte ohne künstliche Intelligenz, dann empfehle ich dir dieses lustige Video. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele, viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.